Damit ist die Debatte zur Aufteilung im Rahmen des Bundesministeriumsgesetz beendet. Nein, Robert Luger kommt noch einmal zu einer tatsächlichen Berichtigung. Und zwar die Frau Ministerin hat es nicht mit einem Satz der Mühe wert gefunden, auf die aus meiner Sicht größte Bedrohung für die Frauenrechte in Österreich hinzuweisen. Und nämlich diese Bedrohung ist die Bedrohung von den Kulturbereicherern, die hier nach Österreich kommen und leider von Frauenrechten noch nie etwas gehört haben. Und diese Bedrohung wurde leider nicht angesprochen und das finde ich sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass Sie sie zumindest in dieser Politik, die Sie hoffentlich machen, auch implementieren, dass wir endlich darüber sprechen, wie wir es schaffen, eine fremde Ideologie, die hier von Frauenrechten nichts hält, in Österreich zu vermeiden bzw. abzuwehren. Vielen Dank.